Das Häagen-Dazs in der Sorte Chocolate Dark Chocolate and Almonds mit 70% Kakao. Neu bei mir im Testvideo. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo und seid schön gegrüßt zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich wollte eigentlich das Video, oder zumindest war die Intention, als ich dieses Eis entdeckt habe, dass ich euch etwas sagen kann von wegen, wobei es Intention ist, war das richtige Wort gewesen. Intention ja doch, eigentlich schon. Von wegen, dass ich euch ein neues Eis präsentieren möchte. Und ja, es ist irgendwie neu auf meinem YouTube-Kanal, aber das Eis ist nicht neu. Trotzdem war es für mich komplett neu. Ich habe es mal irgendwie nur mal im Internet gesehen oder irgendwie so. Und habe dann neulich erfahren von André, aka Steve, dass es dieses Eis tatsächlich schon 2017 gibt. Ich habe es aber jetzt neulich, ihr habt das Einkaufsvideo von mir gesehen, zum ersten Mal bei mir im Supermarkt gesehen. Ich habe es vorher auch schon mal im Trier gesehen. Aber jetzt hier bei mir irgendwie noch nicht, beziehungsweise Quatsch, ich habe ein Foto aus Trier bekommen und das war auch ein Kaufland und ich habe es auch bei Kaufland gekauft und das ist das Rätselslösung, denn dieses Häagen-Dazs ist nur bei Kaufland erhältlich und noch irgendwo, aber nicht bei anderen Supermärkten. Deswegen habe ich es noch nie gesehen und es gab es wohl auch nur bei Scoop Shops oder so. Deswegen für mich neu, auch wenn es nicht unbedingt neu ist. Ich bin nämlich extrem selten bei Kaufland und deswegen habe ich es vorher einfach noch nie gesehen. Schade eigentlich, dass kein Kaufland um die Ecke ist, denn ich finde Kaufland extrem gut, muss ich sagen. Das Häagen-Dazs, Sorte Chocolate, dunkle Schokolade und Mandeln. 70% Kakao Eiscreme mit Chocolate Fudge Pieces. Okay, was ist genau drin? Wir schauen uns mal hier die exakte Beschreibung an. Dunkle Schokoladeneiscreme mit 7% Schokolade, also quasi in der Eiscreme, mit Stückchen aus kakaohaltiger Fettglasur 4% und karamellisierten Mandelstückchen 4%. Okay, klingt soweit ganz interessant. Für mich können es natürlich immer mehr Stückchen sein. 4% Stückchen hier, 4% Mandelstückchen ist jetzt nicht besonders viel. Ich finde, wenn man Mandeln bewertet, müsste man ein paar mehr Mandeln reinpacken. Aber gut, schauen wir mal, wie es ist. Ich denke, hier soll die Eiscreme an sich im Fokus stehen. Ich mache das hier oben schon mal eben auf und dann schauen wir uns gleich den Rest an. Ich möchte nämlich, dass es schon mal ein bisschen antaut. Soweit relativ unspektakulär. Hier sieht man schon mal eine Mandel, hier ein Stückchen Schokolade. Die Nährwerte sehen wir hier. Pro 100 Gramm haben wir 283 Kalorien, 19 Gramm Fett, also ja, relativ ordentlich für ein Eis, wo jetzt keine Schokolade oder extrem viel Schokolade drin ist oder sowas. Kohlenhydrate 21,8 nur. Wow, nur 20,6 Gramm Zucker. Okay, das ist wirklich relativ wenig. Ich habe jetzt neulich mal, haben wir mal als Vergleich, vielleicht hier das Chocolate Fudge Brownie von Ben & Jerry's. Das hat 29 Gramm Kohlenhydrate und 27 Gramm Zucker. Klar, das sind Brownies und die haben viel Zucker, aber ich schätze mal, dass diese Eismasse hier auch relativ vielleicht sparsam ist mit Zucker. Werde ich dann gleich am Geschmack sehen. Die Zutaten haben wir hier. Wir haben frische Sahne natürlich als Zutat. Wir haben Zucker, kondensierte Magermilch, fettarmes Kakaopulver, Eigelb ist auch drin, Kakaomasse, geröstete Mandeln, Kokosnussöl, Kakaobutter, Glukosesirup, Gott sei Dank erst sehr spät hier in der Erwähnung. Deswegen wird nicht so viel drin sein. Es wird hauptsächlich mit Zucker gesüßt. Das ist schon mal ganz gut. Karamellisierter Zuckersirup. Okay, vielleicht für so eine Karamellnote. Emulgator-Sojalecithin und natürliches Vanillearoma. Butter rein Fett. Keine anderen Aromen. Okay. Ja. Es heißt wieder warten auf das Häagen-Dazs Chocolate. Ich melde mich wieder, sobald es essbereit ist. Bis gleich. So, das Eis ist jetzt circa ohne Deckel eine Viertelstunde bei Raumtemperatur angetaut oder hat angetaut. Es sei dann nochmal erwähnt, weil viele Leute auch immer noch fragen, wie lange man denn was antauen lässt. Hängt natürlich davon ab, wie warm es in der Raumtemperatur ist. Es hängt davon ab, wie kalt euer Eisschrank ist. Denn nicht jeder Eisschrank ist gleich kalt. Es gibt welche, die sind viel kälter, sodass das Eis viel kälter rauskommt, viel fester und länger braucht zum Auftauen. Ja, deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Ich mag es, wenn es noch etwas feste ist und dann hat man dann über die Zeit, wird es dann ein bisschen weicher. Ne? Da hat jeder verschiedene Geschmäcker. Ich finde es aber halt auch blöd, wenn es irgendwie komplett, ich sag mal, schon wegfließt. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, dass ich hier wieder was für die Kamera hochstellen, organize. Dann können wir uns das ein bisschen von oben besser anschauen. So sieht es aus. Ja, hier wird vermutlich schon eine Mandel sein, Schokoladenstückchen und hier am Rand das leicht angeschmolzene Eis schon, was ich jetzt hier einfach mal, oh, seht ihr, wie schön sich das hier runter zieht. Das ist richtige Eiscreme. Nicht so ein Scheißdreck wie
Halo Top oder was. Seht euch das an, das ist cremig, es fließt richtig weg, das ist eine richtig schöne Konsistenz. Oh Mann. Fantastisch. Schöner Schmelz. Man merkt, dass viel Kakao drin ist. Dadurch hat es so diese, hat eine etwas andere Konsistenz als ein Vanilleeis. Und dann Sahne, ein reines Sahneeis ohne Kakao drin. Weil dieses Kakaopulver gibt dem Ganzen so eine etwas andere Struktur, wodurch es oft nicht ganz so cremig ist oder einen Schmelz hat wie andere. Aber hier doch wirklich sehr, sehr gut. Und schaut doch mal wirklich, das sieht doch wirklich lecker aus, würde ich sagen. Mhm. Mm. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Kleine Schokostückchen sind drin. Guter Knack. Schauen wir mal, ob uns die Wonne mit dem wirklich sehr gut schmelzenden Eis noch mal ein bisschen näher anschauen können. Ja, nicht ganz so schön perfekt wie gerade, aber das sieht wirklich gut aus. Und es schmeckt. Mhm. Ich muss mal kurz daneben den Ton ausmachen. Ich spiele nämlich eigentlich schon den ganzen Samstag hier Kingdom Hearts. Ja, ich habe tatsächlich schon ein paar Tage her bekommen, Kingdom Hearts 3. Randinfo. Hat jetzt aber Bock, das Eis zu testen, habe aber vergessen, den Ton auszumachen. Also ihr habt gesehen, es hat wirklich eine schöne Konsistenz. Hier mittig ist natürlich auch noch ein bisschen fester, aber wenn man da so mit so einem mundwarmen Löffel drüber geht, dann rollt es sich richtig schön drüber. Und im Mund wirklich ein angenehmes Gefühl. Schokoladig, ohne irgendwelche Spielereien. Tatsächlich nicht, wer weiß wie süß, aber ist trotzdem jetzt süß, aber ist jetzt nicht irgendwie zuckersüß. Ganz angenehm. Ist ja auch wichtig, dass wenn man jetzt Eis mit viel Kakao bewirbt, dass es nicht sehr, sehr süß ist. Das ist oft bei Vollmilchschokolade, die ist ja oft viel süßer als Zartbitterschokolade. Da soll oft die Schokolade im Fokus stehen. Ups, jetzt fällt das hier gleich raus. Man sieht wirklich auch so Stücke und so, ist wirklich eher dezent. Hier ist jetzt gleich wieder ein Schokostückchen. Unten kommen gleich vermutlich diese Mandeln. Die gucken wir uns mal genauer an. Mmh. Da hatte ich eine karamellisierte Mandel. Die sind mir wie so eine Art. Ist das eine Fettschicht oder sieht das nur so aus? Hm. Ist da was drum? Ja, die sind irgendwie so ein bisschen mit irgendwas drum, aber es ist jetzt nicht Zucker wie bei gebrannten Mandeln, sondern so eine Art. Ups. Wie so eine Art. Jetzt kann man es wieder nicht sehen. Muss ich das hier mal umdrehen? Ihr könnt es sehen. Wie so eine weiße Fettschicht ist aber auch drum, warum auch immer. Die sind jetzt irgendwie auch nicht sonderlich süß, so wie im Mandeln vom Weihnachtsmarkt. So sind sie nicht, ist irgendwie was anderes. Kommt man so wirklich eher so wie Mandeln vor. Leider kein sehr gutes Röstaroma. Das hätte ich jetzt persönlich lieber gerne gehabt. Das ist da leider nicht. Aber das Schokoladeneis ist wirklich lecker und ich denke, das soll hier halt im Fokus stehen. Hat man ab und zu Schokolade drin, vielleicht damit es nicht ganz so langweilig wird. Aber wenn es Leute hier, ich sag mal, ups, total verschmiert, irgendwie Chunks oder sowas erwarten, an dieser Stelle ist Hagen das mal wieder nicht dazu da. Da muss man zum Ben Jerry Lager gehen. Wenn man aber leckere Schokoladeneiscreme haben möchte, kann ich sagen, dass dieses Eis es durchaus wert ist. Hm. Ich finde es etwas schade, dass eben halt Mandeln beworben werden und dann doch relativ wenig drin ist und die dann halt noch nicht mal meiner Meinung nach besonders gut sind. Hm. Es ist ein bisschen schade. Es gibt halt Abwechslung im Biss, im Knack, genauso wie die Schokolade. Aber diese Einlagen sind nichts Besonderes. Nichtsdestotrotz sehr vollmundige, sehr cremige Schokoladeneiscreme. Die ist wirklich sehr gut gelungen, das muss ich schon sagen. Intensiv. Das schmeckt man. Intensiv kakaoig. Aber das mit dem Mandeln, da weiß ich nicht so ganz, was das soll. Ich würde dem Eis daher vielleicht die Note 3 geben.
weil ich finde halt, man erwartet ein bisschen mehr Mandel. Und diese paar Brösel hier, die wie gesagt, jetzt keine Ahnung, was das sein soll, nichts Besonderes ist. Ich finde, die hauen es jetzt auch nicht raus. Aber die richtig fantastische Eiscreme, die macht's, die rettet das Eis. Die ist wirklich gut. Wenn ihr Schokoladeneis mögt, pure Schokoladeneiscreme, probiert dieses Eis gerne mal aus. Schmeckt mir wirklich gut. Mhm. Das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch einen Kommentar da lasst, ob ihr dieses Eis schon mal probiert habt. Was ist eure liebste Häagen-Dazs-Eissorte? Wird euch dieses Eis anhand dessen, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, interessieren? Schreibt es mir in einen Kommentar. Und vergesst natürlich auch nicht das Abo, falls ihr es noch nicht habt. Und den Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, wonach euch ist. Und habt einen schönen Tag. Bis bald und ciao.